Okay. Hast du dich verlaufen, Menschenkind? Was machst du? Diese Uhrzeit an einem so gottverlassenen Ort. Ich bin ein Mädchen. Was ich hier mache, ist meine Sache. Misch dich nicht ein in andere Leute, obwohl ich nicht recht weiß, wie ich hierher gekommen bin oder wo ich hin will. Das, was du sagen wolltest? Na, na. Du bist nicht die erste, Menschenkind, die in einem Traumteppich herumgewandert. Du musst einen guten Grund haben, sonst hättest du mich nicht bemerkt. Um dir die Wahrheit zu sagen, ich hätte dich auch fast übersehen. Wie du siehst, habe ich gerade eine unglückliche Landung eines eurer Raumschiffe erlebt. Sag mir, Mond, wohin sind die anderen Kinder gegangen, die hier waren? In alle möglichen Richtungen. Menschenkind, wenn du den Weg nicht kennst, musst du tief in dein Herz schauen. Auf einem fern unbekannten Planeten, hoch über den Wolken, lebt ein Traumdeuter. Auch wenn es Gerüchte gibt, dass er in einem ewigen Schlaf verfallen ist, bin ich sicher, dass du eine Antwort darauf findest, was dich bedrückt. Wenn du mich für einen Moment vor dem menschlichen Auge verbirgst, werde ich diesen Grott los und dir helfen, dich auf dem Weg ins Land der Träume zu machen. Wenn das der einzige Weg ist, habe ich wohl keine andere Wahl, schätze ich. Ich muss wissen, welche Kraft sie haben und nachdenken, wo könnte ich sie am besten einsetzen. Komischerweise, dass sie die Last von ihrer Mutter auf den Schultern trägt, ist sie ganz schön krass. Mal gucken, ob das reicht. Okay, das ist... Mama. Mal gucken, ob es jetzt was wird.
Okay, ich habe schon ein paar erwischt. Wir müssen mal kurz warten. Ja, der fliegt viel zu hoch. Okay, so dürfte es relativ gut klappen. Dauert halt ein bisschen länger. Okay, sehr schön. Oh, weia. Es ist jetzt eine Erleichterung. Danke dir, Menschenkind. Ich verspreche dir, dich auf einer Reise in das Land deiner inneren Träume und Ängste zu schicken. Ich werde mein Wort halten. Bist du bereit, meine Reise zu beginnen? Lass uns gehen, Herr Mond. Ich bin bereit. Eins noch. Sage mir deinen Namen, Menschenkind. Ich habe das Gefühl, dass ich wieder von dir hören werde. Lucy. Mein Name ist Lucy. Ein Ritt auf dem Mond. Ist doch mal was. Gut, wir reisen also jetzt weg. Sehr schön. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Wir müssen von jetzt an getrennte Wege gehen, kleine Lucy. In Kürze wirst du dein Ziel kennen. Finde den Onaya Romaisa Traumdeuter. Denke jedoch daran, dich nicht inmitten der Worte zu verlieren, die du hören wirst. Ich glaube, ich sollte dir danken, Herr Mond. Obwohl ich nicht sicher bin, ob du mir einen Gefallen getan hast, indem du mir den Weg zu einer verlassenen Planeten zeigst. Ich sah einen Funken Entschlossenheit und eine außerordentliche Stärke in deinen Augen. Was auch immer dein Schicksal bestimmt. Es hat dich hergebracht. Hab keine Angst, Menschenkind. Sobald du das Ziel deiner Reise kennst, wird es die Dunkelheit der Nacht erhellen. Auf Wiedersehen, Herr Mond. Ich halte im Nachthimmel nach dir Ausschau. Auf Wiedersehen, kleine Lucy. Möge das Schicksal dir seine Geheimnisse offenbaren. Geht etwas. Tschüss, Vogel. Flieg nicht weg, mein Freund. Noch einmal, du warst ein Vorbote von seltsamen Ereignissen. Als ob du mich vor etwas wahren wolltest, oder ist das nur eine Illusion? Die Obelisken kommt eine blutigende Kälte. Ich fühle mich, als würde ich langsam vergessen. Wer bin ich? Meine Traumfänger. Einer der Ringe meines Traumfängers. Im Ast. Etwas sagt mir, dass dieser Planeten nicht vollständig verlassen ist. Sieht so saftig aus, der Geruch ist zu verlocken. Lässt mich fast vergessen. So. Ja. Gut, stecken wir mal einfach da ins Loch. Das ging schnell. Scheinbar war du hier eine sehr lange Zeit alleine. Ich kann fühlen, wie das Leben hinter den Steinkruste pulsiert. Es könnte der Traumdeuter sein, der Herr Mond erwähnt hat. Ich muss einen Weg finden, ihn zu erwecken. Einer der Ringe meines Traumfängers. Was? Es sieht aus wie ein gewöhnliches Blumenbeet, aber ich wette, dass etwas sehr ungewöhnlich auf diesem Planeten wachsen kann.
Hier? Das für ein seltsamer Busch. Die Augen dieser kleinen Kreaturen reflektieren das Sternenlicht. Da ist auch ein Sternbild. Es hat funktioniert. Vielleicht wird einer dieser Fische meinen Wunsch erfüllen. Okay, das war ja jetzt relativ einfach. Was für ein seltsamer Stock. Sieht aus wie ein Teil eines... Okay. Ich habe gehört, dass solche Brunnen Vorzeichen aller Arten von Träume sind. Aber es gibt nur ein erschreckende Lehre in diesem. Vielleicht ist etwas am Boden. Die erschreckende Lehre des Brunnens beginnt sich mit Wasser zu füllen. Gut, schmeißen wir mal den Fisch rein. Haben wir Fisch lang genug am Wasser. Das Licht erstrahlt. Magischer Helligkeit. Als wäre einem Augenblick Millionen von Tränen wahr geworden. Träume von Wanderern, die hierher kamen, verloren wie ich. Mitnehmen? Das aus dem Brunnen ziehe, will ich, sollte ich einen Moment dieser Natur finden. Okay, schauen wir mal. Drehen einfach weiter. Gehen wir mal zurück, mal schauen, was passiert, wenn wir jetzt zurückgehen. Ah, ein Haken. Gehen wir mal den Haken mit der Schnur zusammen. So, den Haken. Was für ein Wunder, das Leuchten dieses Sterns kann einen aus dem nächsten Schlaf erwecken. Mal gucken, ob er jetzt wach wird. Hier sieht irgendwie seltsam aus. Ich bin froh, dass du nicht verloren gegangen bist. Träumende Seele. Jetzt ist jetzt nicht dein Verbündeter. Du sprichst mit mir, obwohl du gerade erst in einem Schlaf lagst. Tiefer ist als die Krone des Baums über uns. Hat dich das Leuchten des Sterns wieder zu Bewusstsein gebracht? Sag mir, Naya Romanza, was passiert mit mir? Warum wandere ich in dieser Traumwelt herum? So viele Fragen und so wenige Antworten. Jede Träne, die aus deinen Augen deiner Mutter fließt, näher zum Land der Vergessenheit. Dunkelheit frisst sich von innen her auf, die Trauer lähmt ihre Sinne. Bald wird sie ein weiteres Bild an der leere und verkratzten Wand deiner Erinnerung. Nein. Meine Mutter hat viel Schmerz erfahren, aber ich wusste nicht, dass das Schicksal eine weitere grausame Überraschung vorbereitet. Kannst du so sicher sein? Wie hast du das herausgefunden? Meine Mutter hat mir ihre Geheimnisse in einem Traum erzählt und ich habe dich auf diesen Planeten gebracht. Das Schicksal hat dich durch ein Tor geführt, deine Lucy. Schicksal ist aber nicht unvermeidlich. Ich bin nicht sicher, was das bedeutet. Aber ich tue alles, wenn es nur die kleinste Chance gibt, sag mir, wo soll ich hingehen, diese grausame Schicksal zu ändern, meiner Mutter zu helfen. Ich werde dich führen, kleine Lucy, aber da bin ich schwach geworden. Ich brauche deinen Willen, deine Jugend und deine Tapferkeit. Beschreibe diesen Pakt und gib mir deine Seele auf.
Deine Kraft wird es mir ermöglichen, dich im nächsten Traum zu wecken. Ich werde dich durch die Dunkelheit der Nacht führen, dennoch. Zögere nicht, denn wenn die Zeit um ist, wirst du verschwinden und mit dir alle Hoffnung für deine Mutter. Du musst nicht aufschwören und nachdenken, die Wahl ist offensichtlich. Ich werde den Pakt schließen. Okay. Peter verbirgt als Versuche, sich jetzt vor etwas zu verwahren. Das Bild pausiert. Und das ist unnütz und hilft nichts. Jetzt kommt eine unmutige Kälte. Ich fühle. Besser keine schlafenden Hunde wecken, okay. Ich will nichts weiter hier pflanzen. Auch nicht. Gehen wir nochmal eine Runde rum, mal gucken, was passiert. Ah, da liegt was. Okay. Ein Stück Stein ziehe ich eine Pfeilspitze aus. Okay. Funabulis begann mit leuchtender Flüssigkeit zu bluten und ich spüre Namen unter den Steinen Krustus. Warum sie jetzt auch immer den Stein zerbrochen? Peter wurde mit dem Willen durchdringt, etwas zu tun, das Lauf der Geschichte immer verändern wird. Das jetzt die cleverste Idee ist? Ich glaube eher weniger.